Vielleicht wird sein Mut ja belohnt. And now, let's welcome his opponent into the Brave CF 68 NFC 11 cage. Representing Henzo Gracie Jiu-Jitsu and fighting out of Azerbaijan. Please welcome Ali Black Wolf Gulev. Ali Gulev, einer der Top-Leute von Brave, einer der zukünftigen Stars von Brave, den wollen sie aufbauen, ungeschlagen in bislang 6 Profi-Duellen. Viele davon durch Knockout gewonnen, so zum Beispiel seinen letzten Kampf, der allerdings schon eine Weile her ist. Im März vergangenen Jahres hat da Rana Singh in der ersten Runde umgehauen. 4 von 5 Siegen vorzeitig geholt, 4 davon, also alle 4 durch Knockout. Das ist natürlich eine sehr, sehr beeindruckende Bilanz und sicherlich keine einfache Aufgabe heute für den kurzfristig eingesprungenen Jefferson Oliveira. Na, auf dem Papier hat er kleine Vorteile, zumindest mal, was so die Kampfstatistiken seiner Gegner angeht. Da hat er vorher auch relativ unerfahrene Leute gekämpft, genauso wie sein Gegner zumeist. Aber er hat eben zuletzt einen bärenstarken Rana Rudra Pratap Singh besiegt, zumindest auf dem Papier bärenstark, denn er ist so ein bisschen ein Social-Media-Star, wurde in seiner Heimat aufgebaut und der hat ihn so ein bisschen den Hype-Train entgleisen lassen und beide haben jetzt hier so ein bisschen Lackmustest vor sich, oder Marc? Ich habe das Gefühl, es wird so das erste Mal, beide müssen mal so gucken, ja, wer ist real? Beide kriegen das erste Mal einen richtigen vor die Fäuste, so kann man es ja im Prinzip fast schon sagen. Ja, und das gar nicht mal despektierlich gemeint. Es ist natürlich klar, dass ein Kämpfer am Anfang der Karriere erstmal aufgebaut wird, aber irgendwann wird es eben Zeit für den richtigen. Und heute ist dieser Tag für beide gekommen. Schöner Opener im Federgewicht. Here we go, Brave Nation and NFC fans. This next bout is 3 5-minute rounds in the featherweight division. Introducing your first warrior. Fighting out of the blue corner. This man is a mixed martial artist with a professional record of 8 wins and 2 losses. He stands 173 centimeters tall and weighs a ready 65.04 kilograms. Representing Gladiator Fight Gym and fighting out of Brazil. Please welcome Jefferson Jerry Oliveira. And his opponent, fighting out of the red corner. This man is a mixed martial artist with a perfect professional record of 6 wins and no losses. He stands 178 centimeters tall and weighs a ready 65.76 kilograms. Representing Henzo Gracie Jiu-Jitsu and fighting out of Azerbaijan. Give it up for Ali Black Wolf Gulev! Your referee in charge is Philip Newman. So, erster Kampf des Tages. Wir sind hier weitaus jünger. Der Mann aus Aserbaidschan, Ali Gulev. Der Prospect von Brave quasi. Ja, und Oliveira verschwendet da gar keine Zeit großartig, beginnt direkt mit langen Händen. Bislang sind die allerdings noch ein bisschen zu kurz.
Ja, und wenn er die rechte schlägt, dann hebt sein hinteres Bein ab und das ist kein gutes Zeichen. Mit der Intensität, mit der er es macht, kann da trotzdem Schaden entstehen, aber technisch betrachtet hat er da auf jeden Fall noch ein bisschen was nachzuholen. Er trainiert ja wie gesagt bei Joelton Lutterbach, der eher ein Bodenkämpfer ist und erst in den letzten 1,5 Jahren entdeckt hat, dass er auch Leute im Stand K.O. schlagen kann. Und er hat mit einem sehr, sehr unorthodoxen Stil im Stand Erfolg. Ja. Das muss aber nicht so heißen, dass das jedem so geht. Und da trifft Guliev als erstes, wartet da auf seine Konter, antwortet schön mit geraden Händen durch die Mitte und hat da Oliveira schon mal 1, 2 gute Treffer eingeschenkt. Jetzt wird langsam Oliveira aber auch gut ausrechenbar, immer wieder mit diesen 1-2-Kombinationen. Mir gut gefallen, dass er erstmal hier viel Druck gemacht hat, die erste Minute. Guliev gar nicht so richtig in den Kampf hat kommen lassen, aber sieht so aus, als würde der langsam planen. Oh, schöner Konter hier von Guliev. High Kick streift da die Wange von Jefferson Oliveira. Das hier übrigens der erste von 2 kostenlosen Vorkämpfen ab dem dritten Fight. Das ist dann auch schon der Banger zwischen Julian Pennant und Alexander Djukic, den du angesprochen hast. Ab dann braucht ihr die Basic-Mitgliedschaft für 4,99. Armbar-Gefahr jetzt hier. Ja. Und das ist zumindest mal auf dem Papier Oliveras Positionen, die er auch möchte. Top-Control. Guliev hat sich aber mit so einem schönen Scramble da rausgearbeitet. Oh, perfekter Treffer ans Kinn. Und ich glaube, Oliveira ist stehend K.O. hier. Der taumelt da in den Zaun rein, schaut nochmal raus zu seiner Ecke. Ich glaube, Guliev muss hier nachsetzen. Ich glaube, ja, der kann den Deckel hier drauf machen. Ich glaube auch. Ich glaube, Oliveira ist im Autopilotmodus. Oh, und wieder wird er getroffen. Wow. Unterhaltsamer Opener, das kann man hier sagen. Was der aushält, dieser Oliveira. Die Brasilianer sind tough, aber er fängt sich da wieder eine rechte. Aufwärtshaken kommt er durch. Also Oliveira braucht hier dringend einen Level-Change oder mindestens einen Clinch. Sonst wird er hier, glaube ich, im Stand auseinandergenommen von Ali Guliev. Und der schlägt ein ordentliches Pfund. Wie viele klare Treffer der schon weggesteckt hat, dass er überhaupt noch stehen kann. Ja, wirkt auch so, als ob er da wirklich schon... Guck mal, der taumelt richtig. Das kann man kaum noch stehen nennen. Jetzt versucht das mit dem Shoot, wird da runtergeschickt und das muss es doch gleich gewesen sein. Ground and Pound von Guliev. Also er verteidigt sich zu jeder Zeit intelligent, er ist auch noch im Kampf, aber den Schaden, den er genommen hat, jetzt trifft er ja auch noch mit dem Hubkick. Wahnsinn, also den Kampfgeist, den der Junge hat. Superman Punch. Springt da nochmal zwischendurch hoch. Auf der Stelle, habe ich auch noch nicht gesehen. Nee, ich auch nicht. Ist auf jeden Fall ein wilder Kampf, sehr unterhaltsamer erster Kampf, um diesen Kampfabend zu eröffnen. Aber man muss sagen, auch im Gesicht von Guliev, man kann das jetzt hier gerade nicht sehen, aber auch der hat unter dem linken Auge schon eine ziemliche Schwellung. Also auch Oliveira scheint da schon mal getroffen zu haben. Ja klar, relativ früh sogar mit einem dieser wilden Dinger. Aber mittlerweile hat Guliev das Ruder hier völlig übernommen, auch wenn Oliveira da immer mal wieder versucht zurückzufeuern. Distanz stimmt nicht, du hast es gesagt, so ausrechenbar, diese weiten Schwinger. Ja, nochmal ein guter Shoot, ja, aber fehlt die Spritzigkeit. Also er macht immer weiter, das ist gerade ein großes Plus. Alter Schwede. Oliveira bewegt sich die ganze Zeit, macht immer, wenn er was machen muss, macht er was. Ist also nicht zu faul, dann was zu tun, obwohl er offensichtlich angeschlagen und müde ist schon. Aber wer will es ihm verdenken nach diesen ersten 4 Minuten? Und trifft hier selber nochmal mit dem schönen Aufwärtshaken. Wahnsinn. Und wer hätte jetzt gedacht nach diesen ersten 2 Minuten, dass Oliveira hier noch steht, eine halbe Minute vor Schluss der ersten Runde. Noch ein schöner Ellenbogen hier. Das sieht gerade so aus, als ob er es tatsächlich auch bis in die zweite Runde hier schafft. 20 Sekunden noch, 25 vielleicht. Dann sehen wir tatsächlich noch mal einen zweiten Durchgang. Also Nehmerfähigkeiten hat er auf jeden Fall, Jefferson Oliveira. Trotzdem sollte hier klar sein, dass er auf jeden Fall eine andere Taktik braucht im zweiten Durchgang. Er kann hier nicht im Stand bleiben gegen einen starken Ali Guliev. So. Also ich glaube, da war Guliev ein bisschen überrascht von der Intensität, mit der sein Gegner da rauskam. Normalerweise denkt man ja, okay, da hat jemand
nicht ein volles Camp gehabt. Der wird bestimmt mit seinen Kräften ein bisschen haushalten. Das habe ich jetzt hier nicht gesehen, oder Marc? Nein, ganz absolut nicht. Ganz im Gegenteil. Eigentlich hat keiner groß gehaushaltet. Wir haben diese Abtastphase hier mal übersprungen und sich direkt von Beginn an gut gegeben. Ihr seht, wie gesagt, diesen Kampf hier umsonst, den nächsten auch noch. Christian Mach gegen Gökhan Aksu. For free! Absolutes ja. Kracherduell der NFC Series-Sieger aus dem letzten Jahr. Danach braucht ihr, wie gesagt, das Basic-Abo. Und hier sind die Highlights dieser ersten Runde. Und da gab es einige. Einige. Wir sehen hier auch immer wieder gute Treffer von Guliev. Aber dieser Takedown hat zumindest mal funktioniert, als er noch gut war. Und da, guck mal, da war er da schon auf dem Weg nach unten. Und zwischendurch sind die Beine dann wiedergekommen. Also was der weggesteckt hat, dieser Jefferson Oliveira, das ist wirklich beeindruckend. Auf beiden Seiten war die klassische 1-2-Kombination die beliebteste in der ersten Runde. Also bin mal gespannt, ob Jefferson Oliveira jetzt hier irgendwas an seiner Herangehensweise ändert, ob er vielleicht versucht zu clinchen oder irgendwie einen Shoot vorzubereiten. Er hat jetzt eine Minute Zeit gehabt, sich zu erholen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ausgereicht oder ausgereicht hat nach dem Schaden, den er da in der ersten Runde wegstecken muss. Wieder eine rechte, die durch. Schau dir mal Guliev an. Der hat im Gesicht auch schon die ein oder andere Macke. Und Oliveira, der macht einen super Kampf. Dafür, dass er hier auf dieser Bühne neu ist, alles nicht so richtig gut kennt, unerfahrener ist, kurzfristig eingesprungen. Uiuiui. Wilder Austausch. Das Einzige, was wirklich getroffen hat, ist diese Backfist da von Oliveira tatsächlich. Ja, und das Problem ist jetzt, dass im Gegensatz zur ersten Runde, als diese Schwinger noch ziemlichen Bums hatten von Oliveira, mittlerweile kaum noch Power dahinter ist. Ja. Einfach, weil er so viel Treffer schon kassiert hat, weil die Luft ein bisschen raus ist. Das heißt, Guliev hat auch keinen Respekt mehr davor. Der nimmt einfach ein, zwei von den Dingern mit, um seine Konter reinzuhauen. Was ihn natürlich noch gefährlicher macht jetzt in dieser zweiten. Und da wird es dann auch schwierig, wenn man die Technik nicht hat. Denn wenn man eine gute Technik hat, dann hat man auch mit halber Power noch die Möglichkeit, die man auszunocken. Wenn die Technik nicht zu 100% sitzt, dann braucht man schon die komplette Energie. Oh, das war zu offensichtlich. Der pfeift der Upkick vorbei an der Nase von Guliev. Oh, der Upkick sitzt voll. Und der Jefferson Oliveira steht immer noch. Was ist das denn für ein Zombie? Aber jetzt muss doch hier bald Schluss sein. Noch ein High-Kick. Unglaublich, was ist mit dem denn los? Der Kerl ist ein Roboter. Ich muss sagen, da kann man sich langsam überlegen, ob man das Ding nicht abwinkt, auch wenn der Junge noch steht, weil ja. 3 High-Kicks in Serie. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das überhaupt jemals gesehen habe. Oh Mann, immer mehr Treffer summieren sich da auf, aber Oliveira bleibt zu seinem eigenen Ungunsten im Kampf. Ja, jetzt gucken wir mal, ob der Referee demnächst abbrechen wird, aber Guliev seinerseits jetzt erstmal mit der Pause. Unverständlich, hätte da einfach ein bisschen weiter feuern müssen. Ich glaube, selbst wenn er hier noch ein paar Dinge auf die Deckung gibt, dann wird irgendwann der Referee auch ein Erbarmen haben. Ich glaube, der passt einfach auf, dass er sich nicht zu sehr auspowert. Ich meine, der ist hier konstant im Attacke-Modus. Wahnsinn. Und haut hier auch harte Dinge rein. Also ist ja nicht so, dass der hier den leicht abtastet, sondern alles volle Power. Das kostet natürlich Kraft. Side-Control jetzt hier für Guliev. Na und jetzt mal ernst. Als MMA-Fan, auch als Matchmaker oder Organisation, stellst du dir doch die Frage, was macht denn so ein Oliveira, wenn er ein komplettes Camp hat? Wenn der hier schon so mithält und so durchhält. Also Guliev nimmt sich selber seine Zeit. Es kostet natürlich auch Energie, die ganze Zeit Aktion zu bringen, von denen man denkt, okay, jetzt kippt er gleich um und dann bleibt er stehen. So, jetzt geht's hier weiter. Das sind viele Schläge jetzt in Folge. Und wieder schafft es Oliveira da so ein bisschen die Dynamik zu unterbrechen. Der Referee guckt ganz genau hin.
sagt ihm Fight Back und da war es das, ja. Ja, man muss fast schon sagen, Gott sei Dank. Also ich feiere natürlich jeden, der Nehmerfähigkeiten hat und kämpft bis zum Ende. Ja. Aber der hat schon gut kassiert, Jefferson Oliveira. Und ich glaube, dieser Kampf hier heute, der hat ihm ein paar Jahre seiner Karriere gekostet. Ja, und jetzt sind wir mal ehrlich, es trifft aber keinen die Schuld. Weil hier ein paar Leute im Chat schreiben, das hätte man abbrechen müssen. Na, der Referee kann nur dann abbrechen, wenn die Dynamik des Kampfes es auch zulässt. Außer man sagt, okay, das macht jetzt überhaupt gar keinen Sinn mehr. Aber die ganze Zeit hat eigentlich Jefferson Oliveira immer noch mitgekämpft, sich gewehrt, intelligent verteidigt, Positionen verbessert. Da muss man weiterlaufen lassen, laut Reglement. Und ich glaube, keiner hat jetzt wirklich gedacht, dass er noch das Ruder rumreißt. Aber wer weiß, wir haben schon verrücktere Sachen gesehen. Ali Guliev hatte auch mental einen schweren Kampf gehabt, muss ich sagen, das durchzustehen so und diesen ersten Sturm zu überwinden. Ist er mit Sicherheit dran gewachsen. Wir schauen hier nochmal ein bisschen rein. Diese Rechte hat schon mal ordentlich gesessen und von denen hat er einige genommen, Oliveira. Hinten raus leider schlecht vorbereitete Takedowns und hier war der erste fette High Kick zum Kinn, aber das interessiert ihn gar nicht richtig. Also drei High Kicks in Folge, Andreas, habe ich also so noch nicht gesehen, unfassbar. Nee, und mit auch wirklich null Reaktionen von demjenigen, der die bekommen hat. Ja, und Wladimir Holodenko, der hier übrigens gerade auch im Chat ist, beste Grüße gehen raus an den Vova. Das gibt es auch nur bei uns, Kampfsport gucken und mit den Stars diskutieren. Der sagt es, perfekt getimter Abbruch, erst abbrechen, wenn der Kämpfer sich nicht mehr intelligent verteidigt. All right, what a way to start our Brave CF 68 NFC 11 night. This bout comes to an end at 3 minutes and 55 seconds of the second round. Your winner by TKO due to strikes, Ali Black Wolf Galea!